Bose hat uns für einen Test unterschiedliche Audiosysteme zur Verfügung gestellt und die Bedienkonsolen der Systeme möchte ich euch heute mal genauer vorstellen. Zum einen haben wir hier die Bedienkonsole der Cinemate-Serie. Hier fällt eben sofort auf, dass man hier ein Statusdisplay an der Front hat und das ist auch super wichtig, denn am HDMI-Ausgang liegt leider kein On-Screen-Menü an. Das heißt, ihr könnt die Einstellung, die ihr hier vornehmt, nicht am TV ablesen. Ihr müsst wirklich alle Infos über das Statusdisplay ablesen und das kann, weil es eben sehr klein ist, je nach Sitzabstand ein bisschen problematisch werden. Der große Vorteil der Cinemate-Serie ist, dass sowohl die Steuerkommandos über HDMI CEC als auch der Audiorückkanal als auch 4K unterstützt werden. 4K-Signale werden bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde durchgeschleift. Eine weitere Besonderheit betrifft die Anschlüsse. Die Lautsprecher werden tatsächlich hier an die Bedienkonsole angeschlossen. Das ist später bei den Lifestyle-Systemen ein bisschen anders. Im Inneren habt ihr Decoder für Dolby Digital und DTS, aber leider keine Decoder für die HD-Audiotonspuren. Das ist ein wesentlicher Vorteil der Lifestyle-Systeme. Hier werden die HD-Audio-Tonspuren vernünftig dekodiert. Generell muss man sagen, die Klangqualität ist bei den Lifestyle-Systemen in Summe etwas besser. Ihr habt bei der Bedienkonsole, die auch schwerer ist und dafür auch besser verarbeitet ist, habt ihr hier die Frontklappe mit Tasten. Und bei den Tasten ist besonders der Einschalter wichtig, denn die Konsole reagiert am Anfang nicht auf die Fernbedienung. Die Fernbedienung muss erst registriert werden, geht ganz einfach mit einem Tastendruck, aber eben erst, wenn die Konsole läuft. Denn die Fernbedienung bei den Lifestyle-Systemen funktioniert über Funk und eben nicht über Infrarot. Hier noch ganz praktisch USB-Front und HDMI-Front ist halt einfach praktischer als bei den Cinemate-Systemen, wo sich alle Anschlüsse an der Rückseite befinden. Dafür gibt es dann eben hinten nur drei HDMI-Anschlüsse, das heißt in Summe hat man sowohl bei den Lifestyle- als auch bei den Cinemate-Systemen vier HDMI-Eingänge. Der HDMI-Ausgang ist bei den Lifestyle-Systemen leider nicht kompatibel zum Audiorückkanal. Die Schnittstellen generell nicht kompatibel zum CEC-Steuerprotokoll und leider auch nicht kompatibel zu 4K-Signalen. Das heißt, obwohl die Lifestyle-Systeme deutlich, deutlich teurer sind, habt ihr hier im Bereich der HDMI-Anschlüsse doch ein paar Einschränkungen. Da sind die Cinemate-Systeme mittlerweile moderner aufgestellt. Wenn ihr den Ton des Fernsehers über die Anlage, über die Bose-Anlage wiedergeben wollt, müsst ihr eben zusätzlich hier ein optisches Kabel ziehen, weil der Audiorückkanal nicht unterstützt wird. Ansonsten habt ihr viel, viel mehr Anschlüsse. Eine Besonderheit betrifft den Lautsprecheranschluss. Bei den Lifestyle-Systemen ist es so gelöst, dass die Lautsprecher eben nicht an die Bedienkonsole angeschlossen werden, sondern an den Subwoofer. Und der Subwoofer wiederum an die Bedienkonsole. Bei den Cinemate-Systemen ist es so, dass der Subwoofer sich drahtlos verbindet mit der Bedienkonsole und somit der Kabelaufwand da ein bisschen geringer ist. Bei den Fernbedienungen gibt es auch Unterschiede. Die Ausführung der Cinemate-Serie ist eben an sich ein bisschen günstiger. Was ganz nett gelöst ist, sind hier die Quellenanwahl, dass die beleuchtet ist. Fremdgeräte können gesteuert werden über Gerätecodes, die ihr eingeben müsst. Die Code-Tabellen liegen den Geräten bei. Bei der Lifestyle-Serie ist es so, dass die Fernbedienung hochwertiger ist. Man hat hier ein echtes Status-Display. Das zeigt jetzt eben kein Signal, weil die Bedienkonsole nicht aktiviert ist. Der Nachteil der Funkverbindung ist eben, dass die Fernbedienung hier generell mehr Energie benötigt. Das heißt, hier müsst ihr vier Batterien einsetzen, bei der Cinemate-Serie reichen zwei. Dafür geht es eben nur über Infrarot, das heißt, ihr müsst auch auf die Bedienkonsole zielen, während ihr streng genommen die Lifestyle-Konsole auch verstecken könnt.
weiterer Unterschied betrifft die Einmessmikrofone. Im Gegensatz zu AV-Receivern gibt es nicht einfach nur Mikrofone, die auf ein Stativ aufgestellt werden müssen, sondern in Form eines Kopfhörers fast schon. Muss ich mal schauen, dass der Fokus hier stimmt, sonst könnt ihr das schlecht erkennen. Und es gibt eben bei der Cinemate-Serie in der Mitte ein Mono-Mikrofon. Bei der Lifestyle-Serie hat man es so gelöst, dass das Mikrofon an beiden Seiten verbaut ist und die Autoeinmessung somit auf Stereo-Basis erfolgt. Und das ist auch ganz witzig gemacht, denn das Bose-System fordert euch auf, verschiedene Sitzpositionen einzunehmen, dass wirklich im kompletten Raum mehrere Einmesspositionen ermittelt werden. Und wenn ihr an der gleichen Stelle verharrt, dann erkennt das das System und fordert euch eben auf, die Position zu verlassen. Einen ausführlichen Test mit allen Übersichten und Bewertungen der jeweiligen Cinemate-Systeme und Lifestyle-Systeme. Da gehen wir wirklich von der Soundplate über die Soundbar über 2.1 bis 5.1, lest ihr in der nächsten Ausgabe der HDTV.